Es geht um eine Freundschaft zwischen Jesus und Judas. Und wie weit bist du bereit zu gehen? Die größte Herausforderung von Jesus Christ, egal welche Rolle man spielt, ob Jesus oder Judas, ist wirklich im Kopf zu behalten, das sind zwei Männer. Das sind zwei Männer, die ausgewählt werden, das Undenkbare durchzuziehen. Mir gefällt, dass die Religion in das Humanistische gezogen wird, dass es nicht eine Frage einer gewissen Religion ist, sondern ein klares Statement, wie politisch jede Religion wird, wenn sie missbraucht wird und wenn es nicht beim einzelnen Individuum bleibt. Auch dass eine Massenbewegung, hier deutlich gezeichnet durch die Rufe Hosanna Superstar, und das gleiche Motiv wird We Need Him Crucified. Der Jubel wird zur Kreuzigungsaufrufe. Mich persönlich freut es nicht, dass ich dieses Mal Jesus Christ mit großem Orchester machen darf, weil das die verschiedenen Variationen, die die Musik schon hergibt, noch mehr unterstreichen kann. Bei den großen Balladen, großer Streichergang, bei den Rocking Songs, coole Rockband mit zwei Gitarren und Percussion-Zeugs. Also es fest von vorne bis hinten. Es macht so Spaß, dieses grandiose Orchester zu dirigieren, wenn man da einfach Back macht und es geht so auf. Jesus Christ muss man bei uns gesehen haben, weil die Kombination der Zirkus, dieses Stück und diese Cast und das Light Design von Michael Heidinger einfach großartig sind.